So, wieder willkommen auf meinem Kanal. Heute mal wieder ein Reparaturvideo und zwar zum Thema JBL Flip 3. Ich habe das Ding für 12 Euro bei eBay gekauft mit der Fehlerbeschreibung, es lädt nicht mehr. Sie funktioniert ansonsten angeblich und das werden wir heute mal testen. Wir werden sie mal zerlegen und mal schauen, woran es liegt. Ich habe sie schon mal eingeschalten, ich zeige es euch nochmal. Sie geht an. Oder auch nicht. Mittlerweile sind wahrscheinlich die Batterien komplett leer. Okay, müsst ihr mir einfach glauben. Also sie ging als sie direkt ankam, ging sie noch. Sie ging noch ganz kurz an, hat noch Ton von sich gegeben und dann nichts mehr. Jetzt geht sie gar nicht mehr an. Okay, aber man hat auf jeden Fall Sound gehört und sie lädt nicht laut Fehlerbeschreibung. Das testen wir jetzt mal. Stecken wir mal an und schalten mal die Powerbank an. Und wir sehen, also ich hatte es schon getestet vorher mal ganz kurz, dass man keinerlei Strom hat. Der fließt. 5 Volt Ding an, aber sie lädt nicht. Sie geht auch nicht an, wenn der Strom steckt. Keine Ladung, kein gar nichts. Also die Beschreibung an sich passt soweit. Wir machen sie jetzt mal auf und schauen mal rein, ob irgendwo ein Problem am USB-Port ist. Ich habe schon mal reingeguckt. Der USB-Port an sich sieht eigentlich, zumindest was man jetzt so auf den ersten Blick sieht, ganz okay aus. Wir legen ihn mal unter das Mikroskop, wenn wir ihn ausgebaut haben, und dann sehen wir weiter. Gut, zerlegen Sie jetzt mal und dann schauen wir mal. Das erste, die ich zerlegen werde, habe ich noch nie gemacht. Von daher wird es vielleicht ein bisschen länger dauern, aber das kriegen wir schon hin. So, soweit so gut oder soweit so schlecht. Ich habe hier mal ganz entspannt eins der Ribbon Cable rausgerissen. Ich hoffe nicht, dass ich irgendwas beschädigt habe, aber ich habe nicht gesehen, dass es das ein Kabel ist. Ich dachte, es wäre alles nur hier dieses Tape, was ich hier habe. Aber es war ein Kabel. Von daher, jo, jetzt messen wir mal, ob wir Spannung in der Batterie haben. Allgemein, ich hoffe mal, schwarz und rot ist Plus und Minus und gelb und weiß sind die Datenleitungen für Temperatur. 4, okay. Also entweder kannst du nicht messen und die Batterie ist komplett leer, würde aber auch dazu passen, dass die Batterie komplett leer ist, da sie auch nicht mehr angeht. Ich hatte ja anfangs gesagt, dass ich sie, als ich sie bekommen habe, kurz einschalten konnte. Also ich habe einen Ton gehört, es kam eine ganz kurze Ausgabe ein und dann ist sie wieder ausgegangen. Nochmal kurz zum Test. Lädt immer noch nicht. Also hätte sein können, dass wir einfach einen Wackelkontakt hatten irgendwo.
Aber okay. Gut, ziemlich schwierig, alles verklebt. Ich hasse sowas. Ziemlich schlecht, was Reparaturfreundlichkeit angeht. Also wir haben hier überall gelben Kleber. Die Ribbon Cable, ich ziehe jetzt mal die Batterie ab. Dann werde ich mal versuchen, ob wir das Board rausziehen können. Ich glaube aber nicht, dass wir es einfach rausziehen können. Ich meine mich zu erinnern, dass ich irgendwo mal gesehen habe, dass die Lautsprecher hier direkt aufs Board gelötet sind. Das heißt, wir müssen die Lautsprecher noch rausnehmen und können dann das Board hoffentlich rausziehen. Hier ist dann die Ladeelektronik auch alles schön verklebt hier an der Stelle mit aber einem eher weicheren Harz, würde ich sagen. Das könnte auch etwas nervig werden, das hier rauszupriemeln. Ich versaue hier schon meine schöne neue Matte. Apropos neue Matte. Wem es aufgefallen ist, ich habe eine neue Matte von der Techdemie bekommen. Ich habe bei ihnen angefragt und ich fand die Matte schon immer toll. Ich hasse meine blaue Matte, die jeder hat und war eigentlich schon immer froh drum. Oder war eigentlich schon immer mal auf der Suche nach einer neuen Matte und bin da auf die Techdemie gestoßen, auf die Jungs der Techdemie. Die haben mir diese Matte zur Verfügung gestellt und wir machen jetzt mal weiter mit dem Zerlegen dieses Teils hier. So, Stunden später und einige Nerven, die mich das scheiß hier Ding gekostet hat, habe ich jetzt mal das Board rausbekommen. Ihr habt es gesehen, wie weiter ich mich hier vorgearbeitet habe und diese Sauerei hier rausgemacht habe, desto wackeliger wurde hier der Port. Man sieht es, man hat es ja im Mikroskop kurz gesehen in der Einblendung. Es scheint wirklich der Port zu sein, der defekt ist. Man sieht es wahrscheinlich jetzt hier in der Kamera nicht so gut. Aber wir haben am Port einen defekten Port an der Stelle. Das Problem war, ihr seht es hier, es ist alles mit diesem komischen Gel verklebt. Und das ist echt nicht schön gewesen, das rauszuziehen. Vor allem, weil ich nicht genau wusste, wie die Kabelführung hier ist. Hier seht es auch, ich habe hier fast, weil die Kabel so um das Eck rum gebogen waren, fast den angelöteten Stecker hier abgerissen. Das wäre natürlich dann ganz schlecht gewesen. Er hängt noch, sieht auch noch okay aus. Ich werde ihn auf jeden Fall nachlöten, nochmal, bevor ich es zusammenbaue. Aber der Port muss raus. Das Problem ist, ich habe ihn schon gesehen, er sieht irgendwie verbogen aus an der Stelle. Hier hinten, vermutlich hat man dann mal ein bisschen zu viel Gewalt angewendet. Die Klammer, die gehört eigentlich nach unten und das sehen wir uns jetzt mal im Mikroskop an. Das Problem ist, habe so wenig Platz hier, dass ich kaum arbeiten kann und irgendwas zerlegen kann. Und wenn ich irgendwo Platz habe zum Arbeiten, dann ist alles mit diesem Glibber voll. Ich werde jetzt mal noch schauen, dass ich hier die Stecker rausbekomme, den und den. Das müsste gehen, indem ich hier den Lautsprecher wieder rausnehme. Dann kann ich die von oben, die sind gesteckt, die kann ich dann von oben ziehen. Und dann sollte ich das ganze Board rausbekommen und nur das Mikroskop legen können. Das mache ich jetzt mal als nächstes und dann mache ich hier mal meine schöne neue Tectomy-Matte sauber, weil diese Sauerei, die hier, so kann ich nicht arbeiten. Okay. Ich schaue jetzt mal, dass ich das Board komplett rausbekomme und dann schauen wir in das Mikroskop. Thank you.
Da sind wir jetzt mal wieder unter dem Mikroskop. Ich habe es jetzt endlich mal geschafft, das Board rauszunehmen. Das war eine ziemlich schwierige Arbeit. Ich hätte auch fast jeden Stecker abgerissen beim Rausziehen, weil alles verklebt war. Ich hatte vorhin schon mal erwähnt, jetzt seht ihr es auch mal ein bisschen unter dem Mikroskop, dass er etwas verbogen ist. Ich hoffe, er funktioniert noch, aber ich denke schon, er sieht von unten noch relativ gut aus. So, jetzt haben wir hier unseren USB-Port. Ich zeige es nochmal von der Seite. Das, was man vorhin ganz kurz gesehen hatte bei der Zerlegung. Er sieht an sich gut aus. Und was mir nicht aufgefallen war, ist, dass er wackelt. So, man sieht es hier an der Stelle. Das ist mittlerweile auch ordentlich Dreck drin durch das Rauspulen, aber er ist locker. Locker heißt meistens nichts Gutes. Ich hatte vorhin schon beim Ausbau gesehen, dass hier hinten diese Klammer nach hinten gebogen ist. Die gehört eigentlich gerade nach unten. Das heißt, man hat vermutlich einen Stecker etwas zu fest reingedrückt oder sie ist mit eingestecktem Stecker runtergefallen und man hat den USB-Port nach hinten gedrückt. Beziehungsweise das Plastik, das innen drin ist, den Port an sich dahin gedrückt. Ich versuche ihn jetzt mal ein bisschen reinzuschieben. Man sieht es hier auch schon. An der Stelle ist eine Komponente, ich weiß nicht genau, was es ist auf den ersten Blick, verbogen und auch locker. Und hier seht ihr die Pins, die abgerissen sind, logischerweise, dadurch, dass ich ihn ein paar Millimeter nach hinten gedrückt habe. Ich versuche ihn jetzt mal wieder zurückzuschieben. Was, wann das funktioniert? Ich biege jetzt mal die Klammer wieder runter. So wie es eigentlich sein sollte. Aber ihr seht hier, die Klammer ist auch schon gebrochen und fällt weg. Okay, ich denke, da muss einfach ein neuer Port dran. Ich mache sie mal weg, dann sieht man ein bisschen mehr. Die Klammer hält das Kunststoffteil und hier sind die abgebrochenen Traces. Ich versuche es jetzt mal rauszunehmen. Das Problem wird sein, dass wir hier überall Plastik haben. Wir haben hier Plastik vom Kopfhöreranschluss, wir haben hier Plastik. Ich kann von der Rückseite mit der Hot Air rangehen, habe aber hier Plastik. Also es wird spannend, ob ich hier irgendwas wegschmelze oder nicht. Wir werden es sehen. Ich gehe mal hier mit der Heißluft drauf, in der Hoffnung, dass er dann runtergeht. Rekord. So, das ging relativ leicht runter, aber es hing ja eigentlich auch nur noch an den Ankerpunkten. Das Problem ist, ihr seht es wahrscheinlich schon, alle fünf Pads sind hier abgerissen. Das kommt einfach durch den Schlag, der von vorne kommt, da reißen die Pads einfach direkt hier ab. Die Frage ist, wie viele der Pads brauche ich überhaupt? Ich mache es jetzt mal ein bisschen sauber, aber wir werden nicht drum kommen, die Line zu reparieren irgendwie. Ich habe auch vorhin mal geguckt, ich habe keinen passenden Port hier. Die sind relativ Standard, aber ich habe keinen mehr, der so passt. Das heißt, ich muss sowieso erstmal einen kaufen. Soll doch egal sein, werde ich dir nicht merken. Aber ich werde das Video erstmal pausieren und wann anders weitermachen. Also falls ihr einen gedanklichen Break irgendwo seht, liegt es einfach daran, dass ich ein, zwei Wochen warten muss, bis die neuen Ports da sind. Aber was wir uns schon mal anschauen, wie die Traces laufen. Wir haben hier fünf Pads. Dann haben wir hier eins. Hier ist eins abgerissen. Das geht hier vor.
Hier ist ein Skelett abgerissen, das geht hier vor. Das hier ist ein totes Pad, würde ich behaupten. Das ist mit nichts verbunden. Das heißt, wir haben vier Stück, die wir rekonstruieren müssen. Das würde auch passen, weil wir hier vier Kabel haben. Das wäre VCC, Daten und Ground. Würde bedeuten, vermutlich ist das hier Ground. Das hier könnte dann VCC sein. Und die beiden Datenleitungen, die hier über den Widerstand oder Cap gehen. Ja, das Problem ist, wir haben hier auch schon ein beschädigtes Pad an der Stelle. Hier ist auch abgerissen. Das heißt, wir müssten das auch, genauso wie hier, hier das sehe ich hochgedrückt. Na gut, einiges an Rekonstruktionsarbeit, aber hilft nichts. Wir brauchen eigentlich zuerst einen Port, weil der ist nicht mehr zu retten. Und während ich parallel ein paar neue Ports bestellt habe, habe ich mal gekramt in meiner kleinen Bastelkiste und diesen Battery Shield gefunden, um Batterien zu laden. Den hatte ich in meiner Kaputtkiste, weil ich erinnere mich noch, ich habe den mal kurz geschlossen und habe dadurch wahrscheinlich den IC hier gegrillt. Man sieht es hier ein bisschen. Egal, lange Rede. Der Port, der hier ist, sollte eigentlich der gleiche sein wie der Port, der kaputt ist. Also er sollte von der Größe passt er eigentlich gut. Er hat auch 5 Pins. Hat von den Ankerpunkten das gleiche Format. Sollte also passen. Ich nehme den jetzt mal raus und dann schauen wir mal, ob er reinpasst, ob er reingeht. Thank you.
Okay, das war jetzt zwar keine sehr schöne Arbeit, aber ich hoffe eine funktionierende Arbeit. Der alte Port liegt hier noch, der neue Port ist drin. Sieht, wie gesagt, nicht sehr schön aus, da ich wahrscheinlich eher weniger mit Drähten, sondern mit meinem Kupferleitreparaturset hätte arbeiten sollen, aber so im Groben und Ganzen ist das, denke ich, funktional. Er ist jetzt auch. Da es ein anderer Port war, hier unten mit den Ankerpunkten eingelötet. Der andere Port, den wir hatten, war nur im Prinzip oben aufgelötet. Und das führt zu Problemen, dass halt einfach die Festigkeit nicht so gering ist, nicht so hoch ist. Gut, ich versuche das jetzt mal wieder zusammenzusetzen. Ich hoffe, ich bekomme alles wieder zusammen und es funktioniert auch nachher noch. Ich werde mal das Board jetzt hier einsetzen, hier wieder rein. Hier wieder rein fummeln. Dann werde ich es mal testen, ob es geht. Und dann baue ich es komplett zusammen. Gut, dann legen wir damit mal los an der Stelle. Okay, dann kommt jetzt die Stunde der Wahrheit. Wir testen es mal, ob die ganze Arbeit umsonst war. Was ich aber definitiv sagen kann, ist, das war große Sicherheit eine meiner letzten JBL-Boxen, weil das Gefummel hier rein und raus zu fummeln, das ist ja mit diesem ganzen Kleberzeug, macht echt keinen Spaß. Okay, wir schauen mal, ob sie jetzt lädt. Also 5 Volt liegen an durch die Powerbank. Und wir stecken es jetzt einmal an und schauen, ob es anfängt zu brennen oder explodiert oder vielleicht sogar lädt. Oh, es blinkt was. 0,8 Ampere, es wird Strom gezogen. Powerbank liefert Strom. Und ich würde sagen, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Es wird auf jeden Fall, der Akku wird auf jeden Fall geladen. 0,8 Ampere. Schauen wir mal, ob sie angeht. Vielleicht zufällig sogar schon. Oh yeah! Sehr gut. Das klingt doch schon mal ganz gut. Okay. Aus. Aus. Dann ziehen wir das hier mal wieder ab. Okay, das klingt doch gut. Dann baue ich sie jetzt mal zusammen. Ich hoffe, ich kriege sie noch zusammen bei der Menge an Schrauben, die ich hier noch habe. Und dann machen wir mal am Schluss noch den richtigen Test.
Soweit, so gut. Das war aber echt was, was nicht so viel Spaß gemacht hat. Gerade das Thema mit dem Port. Aber prinzipiell lässt sich so eine Box schon zerlegen und reparieren, wenn man weiß wie. Hat auch sehr viele Schrauben. Was mich ein bisschen nervt, ist immer dieses ganze Thema Kleber. Aber gerade bei moderneren Geräten, die eben sehr viel mit Wasserdichtigkeit und so weiter zu tun haben, findet man eigentlich oder kommt man eigentlich um dieses Thema Kleber nicht mehr drum herum. Deswegen ist auch fast jedes Handy verklebt irgendwo und lässt sich schwieriger reparieren. Das ist einer der Vorteile der PSPs. Da ist nicht geklebt. Aber gut. Ich denke, ich weiß jetzt auch, wie dieser Port kaputt gegangen ist. Es liegt nämlich einfach daran, dass wenn man sie ansteckt und loslässt, der Schwerpunkt sie immer nach unten drückt. Und das heißt, wenn das Kabel steckt, fällt sie immer wieder auf das Kabel zurück. Ja, weil wenn ich sie so hinlege, sie rollt immer wieder zurück und knallt dann automatisch irgendwann aufs Ladekabel. Okay, soweit so gut. Also, sie lädt. Wir lassen sie jetzt mal, wir testen sie einfach gleich angeschlossen, ob sie funktioniert oder nicht. Ob wir sie koppeln können, wir schalten sie mal ein. Wenn sie denn angeht. Sie startet und sie blinkt blau. Ich hatte noch nie eine JBL-Box, aber ich schätze mal, das ist der Koppelmodus. Ja, wir sehen sie auch, JBL Essential. Wir koppeln mal. Ja, das klingt doch gut, gekoppelt ist sie. Jetzt schauen wir mal noch, ob wir auch was wiedergeben können. Ja, klingt doch gut. Klingt doch gut, sehr schön, gefällt mir. Jetzt schauen wir mal noch die Tasten an, ob die auch funktionieren. Die Tasten funktionieren auch, ich werde leiser, lauter und stopp. Also die Tasten funktionieren auch, sehr schön. Okay, funktioniert. Jetzt ziehen wir noch ab, ob sie auch anbleibt. Ja, okay, Akku wahrscheinlich. Ich schätze mal, der Akku ist noch leer. Ich lade sie jetzt mal voll, aber es sollte eigentlich kein Problem darstellen. Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Lasst mir gerne ein Abo da, lasst mir gerne ein Like da. Ich freue mich über jeden Kommentar. Ich lese jeden Kommentar und ich freue mich, wenn ihr zuseht und wenn es euch gefallen hat. Deswegen vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.